So. Okay, dann machen wir gerade, beenden wir gerade noch die Sequenz, machen vielleicht nur eine Kurtisanen-Mission danach. Christina-Mission kann man ja auch alle, kann man ja noch machen. Aber den Bankier hätten wir jetzt ermordet, sehr schön. Das ist, glaube ich, eine der schwierigen Sequenzen. Meines Erachtens nach, weil man da eigentlich immer unentdeckt sein muss. Und unentdeckt ist nicht immer meine Spezialität, die ich zu bieten habe. Zumindest in Videospielen nicht. Echt, keine Ahnung, ich bin noch nie einen Menschen ermordet oder so. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt Stealth immer vorgehe, weil ich ja noch keine Erfahrung darin habe. Ja, kein Special Agent, keine Ahnung was. Ja. Muss ich ja nicht sein. Self. Jedenfalls bin ich jetzt auf dem Weg zur Rosa Entführer, um die Sequenz zu beenden. Gegebenenfalls noch mit Claudia ein bisschen talken. Aber sonst eigentlich nicht mehr viel machen. Belastende Unterlagen. Claudias Dirnen haben das Geld des Bankiers gestohlen, aber es gibt Ärger in der Rosa Entführer. Aha, okay. Wo sind Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Was? Meine Schwester weiß, ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditore. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit. Sequenz 5 beendet. Ja, unsere Schwester Claudia ist eine kleine Assassinin geworden. Sehr herangereift zu einer kleinen Assassinin. Oh Gott. Prost auf Claudia. Wasser. Ja. Kein Alkohol. So. Ja, das ist unsere Claudia. Sequenz 6, der Baron de Valois. De Valois. Baron de Valois. Ne? Neue Auftragsantrag freigeschaltet. Ja, natürlich. Wort. Was sonst, ne? Ich habe gestern. Noch, habe ich irgendwas vergessen? Ach, den. Oh, jetzt habe ich zweimal Rüstung, scheiße. Egal. Barcelona, neuen Auftrag. Guck mal da rein. Ne, können wir noch nicht machen.
die zusammen, dann sind die dann Level 9, das ist sehr gut. Okay. Er könnte das auch gebrauchen. So. Oh, ganze zwei. Da kann ich ja noch theoretisch einen auf Reise schicken. Haben wir denn noch so? Haben wir jetzt alle Preise geschickt. Alle Assassinen. Wie viel haben wir? 3 von 10. Yes! Wuhu! Yes! So. Alles klar. Dann gehen wir mal nach oben. Weit, weit hinaus. Nee, ist es nicht. Nehmen wir wieder eine Mission an. Die drei Amici. Cesar hat begonnen, ungeübte Soldaten anzuheuern. Seine erfahrenen Ausbilder sind daher enorm wichtig für seinen Erfolg. Findet und tötet sie. Die Koliziele mit der Verstecklinge töten. Alles klar. Und wo sind sie? Nehmen wir zuerst die hier. Dann sollen wir alle mit der versteckten Klinge töten. Dann begeben wir uns einfach auch direkt dorthin, ohne zu zögern. Ausbilder, okay. Sehr gut, nämlich der, den ich haben wollte, wurde angelockt. Dein Tod wird nichts mehr sein! Oder Schmerz, da ist er! Da ist er! Wo ist der? Hey!
bist ein toter Marke. Ich ziehe dir das Fell über die Ohren. Ganz langsam. Da ist er. Packt ihn. Junge, Gott sei Dank können die nicht schwimmen. Nicht so in AC4. Ich muss das jetzt nur noch hier irgendwie rausschaffen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich... Okay, egal. Ich habe es geschafft. Ich habe eine Spadone. Im Moment. Okay, komm noch her. Wichser, ey. Denkst, du kannst hier alles. Du kannst eben nix. Das ist hier das Problem bei dir. Ralph. So, trumieren mal ein bisschen, wie der geübte Rollenspieler sagen würde. Oder looten. Oder tun. Weiß gar nicht mehr, woher ich das habe. Aus welchem Video. Aber egal. Naja, was soll man machen? Nee, wenn man unter dem Einfluss steht, ich stehe immer unter dem Einfluss und ist gefangen, bis man einen Zug gemacht hat. Ich weiß. Ich kenne das. Ihr kennt es sicherlich auch. Stelle des Vatikans zu melden. Nein! Jetzt! Auf ihn! Ich habe nichts damit zu tun. Angriff! Hai paura! Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Obwohl ich eigentlich nicht eingezielt habe, egal. Was soll's jetzt auch, ne? Soll man rumtrauern jetzt? Hier ist ja völlig egal. So. Seid nicht schüchtern, seid nicht schüchtern, rede näher. Nein. Apothekenbedarf. Heilen wir uns mal. Jetzt solltet ihr euch besser fühlen. Macht's gut. Jo, fühle ich mich eindeutig. Merkt schon so das Kribbeln in mir, was so langsam mehr wird wieder. Der Lebensgeist kommt zurück. Merkt natürlich alles. Reparieren wir uns auch mal. Rüstung. Wow, da ist ja einiges zusammengekommen. Das Rondell, also die Säusenhofer Rüstung, die kann man, wenn man den Geschäftsauftrag macht. Und die habe ich ja auch fast schon. Ja. Fehlt mir noch ein bisschen was. Also schlechter,
Schlechter. Habe ich gerade. Schlechter. 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 Ja, alles bisher schlechter. Den Dolch, der ist aber auch schlechter. Ich hatte gerade das gleiche am besten Moment. Ambrose, gibt's ja nicht mehrere. Ambrose Bolzen, kauf mal ein paar. Boah. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. So. Alles klar, was machen wir denn jetzt? Wer in der Nähe für so einen Auftrag hier wird, auch noch in der Nähe für so einen Templer-Agenten. Ich denke, je nachdem, was das jetzt für eins ist, mache ich mal Leonardo-Scheiß. Wie, Romulus? Was? Laberst du? Ich werde das jetzt einfach mal gucken, was das für eins ist. Und wenn das halt scheiße ist, wenn es das ist, was ich nicht, worauf ich keinen Bock habe, dann scheiß drauf. Kriegspläne, Templer auf sie eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Ja. Das mache ich gerne. Nur, das Problem ist, je nachdem, was für eine Maschine ist, werde ich dann einfach die Maschine erstmal nicht zerstören, sondern erstmal warten, bis ich Bock drauf hab. Beim Angriff treten. Ach so, ich sollte treten. Er sagt das doch. Naja, egal. 50% die Synchronität ist mir sowieso schon völlig egal. Sehr schön, Freunde. Mögest du Frieden finden. Danke. Mache ich jetzt mal den Templer-Agenten jetzt. Und dann gucke ich mal, was das für eine Kriegsmaschine ist. Und dann gehe ich aus dem Animus raus und dann höre ich, glaube ich, auch auf. Dann habe ich schon mal gut was aufgenommen. Templer-Agenten sind eigentlich relativ einfach. Oh, ich habe schon gut Money eigentlich. Auf der Bank. Wird ja vermehrt sich ja auch immer ganz gut. Wenn ihr nach deren Zeichen für Ach, das. Ach, komm her, einfach, weißt du. Ach, das ist der hier, okay. Obacht! Selbst ich bin schon von Dächern gestürzt. Ich warte auf meinen Lanz. Hier oben? Er verließ mich, als unser Kind starb. Und schloss sich den Cento Occhi an. Er soll ein Mörder sein. Menschen von Dächern stoßen. Ich sage immer, ich glaube das nicht. Aber ihr glaubt's. Ja. Was wollt ihr ihm sagen, wenn er kommt? Ich werde springen. Warum büßt ihr für seine Taten? Mein Tod wird ihn daran erinnern, wer er einst war. Den Boden der Tatsachen. Lanz wird oft auf den Dächern in der Nähe gesehen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Dieses Opfer hat er nicht verdient. Wo ist Lanz? Hier oben. Irgendwo. Er macht euch keinen Kummer mehr, Madonna.
Da haben wir ihn. Ganz einfach, da haben wir ihn. Requiescat in pace. Das war's wohl mit Lanz. Pflege! Ihr seid hartnäckig und gestört. Jetzt hört auf!